nicht meine Uhrzeit. Mm-mm. Punkt 6.58 Uhr. Guten Morgen miteinander. Wir warten auf den Intercity nach Stuttgart und von da dann irgendwie weiter. So, Freunde der Nacht, 11.53 Uhr. Ja, bin heute auf dem Heimweg. Das Schöne an der Sache ist, nicht nur ich bin auf dem Heimweg, der Montant ist auch auf dem Heimweg. So soll es sein. Wenn einer mit dem Zug kommt, dann einer mit dem Gefangenentransport. Und hinterher gehen zwei frei ihres Weges nach Hause. Alles richtig gemacht. Ja, dann schauen wir mal. Ab in die U-Bahn und nach Hause. Tschüss München. So, Freunde der Nacht, so schnell kann das gehen. Morgens 6.30 Uhr ging die Fahrt los. Punkt 10.45 Uhr bin ich in München im Amtsgericht einmarschiert. 11 Uhr Verhandlung, 11.45 Uhr Danke auf Wiedersehen, Mandant in Freiheit und zack, sitze ich schon wieder im ICE, der mich jetzt Richtung Heidelberg bringt. Nein, ehrlich gesagt, der bringt mich nach Mannheim und von da aus geht es dann nochmal mit der S-Bahn weiter. Kurzes juristisches Thema. Ja, das sind so Geschichten, wo man sich mal fragt, ich will einen knallharten Strafverteidiger. Ist das immer das Beste? Ist das vielleicht nicht immer das Beste? Amtsgericht München hat eine Sitzordnung, die so aussieht, es gibt zwei Sitzreihen. Vorne sitzt der Mandant, hinten in Reihe 2 sitzt der Anwalt. Was total beschissen eigentlich ist, vor allem wenn man mit Dolmetscher unterwegs ist, weil ich mag das überhaupt nicht, hinter meinem Mandanten zu sitzen. Ich will neben ihm sitzen, ich will nach der Richterbank als erstes kommen, dass so ein bisschen Puffer zwischen Richterbank und meinem Mandanten besteht. Und vor allem, ich will ihm eigentlich in die Augen gucken, wenn wir miteinander reden, damit ich auch seine Reaktion sehe und er meine Reaktionen auf irgendwelche Vorgänge da vorne abschätzen kann. Das ist so ein Thema, da lässt sich trefflich drüber streiten. Da lassen sich Anträge stellen, da lässt sich so richtig Feuer in Verhandlungen bringen, wenn man da Stress macht. Die Frage ist aber natürlich, lohnt sich sowas immer? Wir hatten jetzt heute eigentlich die Sache so vorbereitet, dass wir schon wussten, was kommt in der Anklage, wie werden wir reagieren und schlussendlich, was kommt hinten bei raus, beziehungsweise kommt mein Mandant bei raus, das war ja das große Thema. Das sind so Sachen, wenn dann die Stimmung grundsätzlich schon so gut ist, dann muss man sich halt dringend überlegen, ob man dann noch solche Nebenkriegsschauplätze aufmacht, mit denen man im schlimmsten Falle dann noch die Stimmung irgendwie verschlechtert oder irgendwas ins Bodenlose zieht. Ja? Wie gesagt, grundsätzlich hätte man das jetzt erst erbeten können, dass man sagt, Herr Vorsitzender, ich bitte drum, mein Mandant soll bitte neben mir sitzen. Wenn er das dann nicht macht, dann stellt man einen Antrag. Der Antrag wird abgelehnt. Anschließend kann ich dann schlimmstenfalls, wenn mir das Urteil, was rauskommt, nicht gefällt, in ein Rechtsmittel, in Revision gehen. Dann sagen, dieses Urteil ist fehlerhaft zustande gekommen, weil ich konnte mich nicht mit meinem Mandanten hinreichend besprechen, drum und dran. Lauter so Geschichten. Aber das hat heute die Geschichte einfach nicht hergegeben. Also heute wussten wir von vornherein, das läuft gut, wir haben alles vorbereitet. Da lässt man sowas dann halt einfach mal. Da ist es einfach nur wichtig, der Anwalt muss wissen, dass sowas geht, aber wenn man in so Situationen dann jemanden hat, der nur die knallharte Linie fährt, ohne sich zu überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Also meine persönliche Meinung, das macht mehr kaputt, als es tatsächlich hinterher hilft. Und von daher drückt man da eben auch mal ein Auge zu, lässt das Ding so laufen, wenn man weiß, alles klar, wir haben die guten Karten in der Hand und das wird schon zum ordentlichen Ergebnis kommen. So, ich genieße jetzt erstmal hier 3 Stunden knapp Fahrt in meinem Zugführerabteilchen. Ich sitze ganz vorne im ICE. Das heißt, ich sehe praktisch die ICE-Strecke vor mir entschwinden. Das sieht ungefähr so aus. Ja. Werde noch ein bisschen Akten lesen, werde es mir gemütlich machen und dann geht's nachher wieder im Büro weiter. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao, ciao. So,
wie eigentlich fast immer, gelandet in Mannheim. Weiter geht's nach Heidelberg und zack, zurück in Heidelberg. Ich muss ja sagen, ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich irgendwann mal einen Job habe, wo ich viel rumkomme. Viele Dienstreisen, fliegen, fahren. Heute hier, morgen dort. Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg. Volles Programm. Und das ist jetzt bei mir so, ich freue mich ja, dass ich viel Abwechslung dadurch habe, dass ich hier die ganzen Termine wahrnehme. Aber ist schon faszinierend, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt heute Morgen um 6:30 los, jetzt ist es 5:30, bin wieder kurz vorm Büro und habe also ich war jetzt in München, bin jetzt wieder zurück in Heidelberg, noch was arbeiten. Einmal faszinierend, dass das an einem Tag alles klappt. Und vor allem, wenn ich recht überlege, ich habe jetzt nicht einen Meter Münchner Luft über mir gehabt. Zug, Bahnhof, U-Bahn, U-Bahn direkt raus ins Gerichtsgebäude, U-Bahn und wieder zurück in den Bahnhof. Crazy.